Damm von Basse-Coudre. Dieser See haben wir realisiert. 2012 wurde er fertiggestellt. Es war ein Riesenbauwerk. Ein Riesenwunder, das viele Geld zu finden und dass es auch verbaut wurde. Im Hintergrund hört man die Motorpumpen, die das Wasser vom See auf die Felder pumpen. Und hier wird mehr oder weniger das ganze Jahr Zwiebeln, Mais und weiß nicht was angepflanzt. Es hat schon gegeben, dass es in trockenen Jahren der See ganz leer war. Das war dann schon traurig, die toten Fische am Boden, aber meistens hat es das ganze Jahr durch Wasser.